Susis Cooking Kanal, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe gerade, beziehungsweise ihr habt in meinem letzten Filmchen meine Lebkuchen gesehen. Bei mir stehen die jetzt gerade da zum Trocknen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache in der Zwischenzeit noch was anderes. Und habe aus dem Thermomix-Heft von Essen und Trinken die Nuss-Cranberry-Cappuccino. Nuss-Cranberry-Cantuccini im Auge. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen auf Facebook, die schauen richtig lecker aus und ich habe jetzt mal eingekauft. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und wir machen die jetzt zusammen. Los geht's, ich erzähle euch mal ganz kurz, was wir brauchen dazu. Wir brauchen 150 Gramm Nusskernmischung, ganz. Dann brauchen wir 80 Gramm getrocknete Cranberries, 250 Gramm Mehl, ein Teelöffel Weinsteinbackpulver oder normales Backpulver. Weinsteinbackpulver hat nur den Backpulvergeschmack nicht so extrem. 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Teelöffel Lebkuchengewürz, 30 Gramm Butter, 2 Eier und 100 Gramm Schokolade, wenn ihr sie verzieren möchtet. Dann legen wir mal los und geben die Nusskernmischung in unseren Thermomix. Den Backofen habe ich schon eingeschaltet auf 190 Grad. Der kann dabei schön warm werden. Und unsere Nüsse zerkleinern wir jetzt 5 Sekunden auf der Stufe 4,5. Dann füllen wir die wieder um. Sind aber schon noch ganz schön grob. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich lasse es jetzt mal so. Die werden schon wissen, was sie schreiben. Dann kommen jetzt unsere Cranberries. Und die zerkleinern wir 10 Sekunden auf der Stufe 6. Na, viel hat sich da jetzt auch nicht getan, muss ich sagen. Die schauen fast aus wie vorher. Aber ich mache das jetzt nochmal kurz. Ich mache nochmal kurz 3 Sekunden auf 6. Okay. Anscheinend kürzer. Ich sehe jetzt da keinen Unterschied. Alles gut. Jetzt kommen unsere Nüsse. Das Mehl. Und ein Teelöffel. Einen Teelöffel Weinsteinbackpulver. Unsere 2 Eier. Die 30 Gramm Butter. Na. Die 200 Gramm Zucker. Unsere Prise Salz und einen Teelöffel Lebkuchengewürz. Da habe ich, habe jetzt von Ankerkraut ein paar Gewürze und bin so begeistert, ehrlich, lecker. Dann schauen wir mal, ob wir alles drin haben. Das Ganze wird jetzt eine Minute auf der Teigknetstufe verknetet. Das machen wir mal. Und dann schauen wir mal, wie der Teig ausschaut, wenn er fertig ist. So, unsere Minute ist vorbei. So sieht unser Teig jetzt aus. Ich glaube, das ist recht finster. Das Ganze kippen wir jetzt. Moment, ich muss euch auch ein bisschen kippen, sonst seht ihr nichts. Besser. Ich habe mich jetzt zwar abgeschnitten, aber ich bin auch nicht wichtig.
Das kippen wir jetzt auf unsere Arbeitsfläche. Ich habe mir jetzt eine Backmatte hergelegt. Vielleicht ein bisschen Mehl herrichten. Ich habe meinen Streufix kaputt gemacht, der ist mal die Woche runtergeflogen. Der Deckel kaputt. Gut. Ich bemehle mir das jetzt ganz leicht. Schaut ihr nicht rein, gell, mein Gruselschuh. Ja, ganz leicht ein bisschen Mehlschicht. Und dann soll man daraus jetzt 4 gleich lange und gleich große Rollen formen. In sowas bin ich ja super. Spitze, das klappt bei mir immer nie. Halbieren wir erst einmal. Ich forme jetzt mal Röllchen, die braucht man da ja jetzt nicht unbedingt zuschauen. Ihr wisst ja alle, wie man Rollen formt. Und wenn ich sie aufs Blech lege und wie es weitergeht, das sage ich euch dann weiter. So schauen meine Rollen jetzt aus. Keine Ahnung, ob die jetzt unbedingt so richtig sind, aber für 4 sind es auf jeden Fall. Die kommen jetzt bei 190 Grad für 20 Minuten erst einmal im Ofen. Dann kommen sie raus und dann müssen wir aber noch weitermachen. Erst einmal 20 Minuten warten. Ich auf jeden Fall, ihr nicht. So, meine ersten 20 Minuten sind jetzt um, wo ich die Cantuccine gebacken habe. Ob die jetzt so dodgert kehren, weiß ich auch nicht. Bei mir sind sie ganz schön auseinandergelaufen. Ich habe die jetzt abkühlen lassen und bin jetzt gerade dabei, die in Streifen zu schneiden. So ein Zentimeter, schön scharfes Messer, Zentimeter breit und dann aufs Blech, bei mir jetzt am Stein, weil ja mein Blech natürlich besetzt ist mit den Lebkuchen, da hätte man auch vorher dran denken können. So sieht das jetzt momentan aus. Ich glaube, das sieht man nicht recht gut, so ein bisschen besser. Und so kommen die jetzt nochmal im Backofen. Der Ofen ist jetzt allerdings runtergedreht auf 160 Grad und da bleiben sie, Moment, dass ich euch nichts Falsches erzähle, da bleiben sie jetzt nochmal gut 15 Minuten, 13 bis 15 Minuten, aber durch das, dass ich sie am Stein habe, lasse ich sie bestimmt 15 Minuten nochmal austrocknen. Und dann zeige ich sie euch wieder, wenn sie fertig sind. Also schön in Streifen schneiden, nochmal aufs Blech, 160 Grad und nochmal 15 Minuten. So, die erste Ladung von meinen Cantuccini ist fertig. Ich habe es mir jetzt auf ein Abkühlgitter drauf gemacht. Die sehen richtig, richtig gut aus. Ich denke fast, ihr werdet es nicht gescheit sehen in der Kamera. Ich mache euch aber auf jeden Fall noch ein Foto von der Nahaufnahme. Wer möchte, kann die jetzt noch zur Hälfte in Zartbitterkonfitüre oder Vollmilchkonfitüre tauchen. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich es mache. Wenn, vielleicht, glaube ich, mache ich bloß ein paar Sprenkler oben drüber. Die sind nämlich recht empfindlich. Ich denke, wenn ich die tauche, dass wir die vielleicht brechen. Für heute lasse ich sie jetzt eh gehen, wenn, dann mache ich das morgen. Ich lasse die jetzt richtig gut durchkühlen und dann bin ich gespannt, was die Mannschaft sagt dazu. Mal ganz was anderes habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch die normalen Cantuccini noch nicht gemacht, ohne Cranberries, aber die schauen wirklich richtig schön und richtig appetitlich aus und ich habe auch vorhin schon probiert, es schmecken auch richtig gut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr Lust daran, die nachzumachen. Würde mich freuen und dann sage ich bis zum nächsten Mal und pfiat euch. Servus!